Ein Bullenmarkt ist eigentlich definiert dadurch, dass die allermeisten Aktien steigen. Was wir jetzt sehen, ist ein völlig anderes Bild, obwohl die Indizes neue Allzeithochs erreichen. Heute, glaube ich, der S&P 500 direkt dran, der Nasdaq 100 hat es intraday schon mal geschafft. Obwohl also die Indizes neue Allzeithochs erreichen, sehen wir, dass etwa der Dow Jones zum S&P 500, also im Verhältnis zum S&P 500, auf den tiefsten Stand seit der Finanzkrise gefallen ist, dass die Nebenwerte noch weit, weit von ihren Hochs entfernt sind. Wir haben also eine echte Zweiklassengesellschaft und diese Zweiklassengesellschaft wollen wir uns mal anschauen. Irgendwas passt da nicht zusammen und ja, der Jubel ist groß, die Euphorie ist groß, Aktien können nur steigen, ich weiß. Aber dennoch, das sind für mich Signale, dass wir nicht mehr lange haben, bis diese Party beendet ist, weil wir sozusagen unter der Oberfläche eine Struktur vorfinden, die nicht typisch für Bullenmärkte ist, die nicht wirklich zu gesunden Bullenmärkten passt. Schauen wir uns erstmal an diesen Dow Jones in Relation zum S&P 500. Tiefster Stand seit dem Jahr 2000. Jetzt ist es so, dass im S&P 500 natürlich der Tech-Sektor stark gewichtet ist, etwa 30%. Also wenn Nvidia und Co. nach oben ziehen, dann hilft das dem S&P 500, während im Dow ja eine Apple drin ist, aber dieser Index ist ja kursgewichtet, deswegen ist Apple da auch nicht so stark gewichtet. Also das ist schon mal auffällig. Hier sehen wir mal den Nasdaq 100, der es, glaube ich, inzwischen geschafft hat, jetzt das Intraday-Allzeithoch auch wirklich zu übertreffen. Da sehen wir also Booms, da gibt es überhaupt kein Morgen mehr, alles geht nach oben. Hier sehen wir da den Dow Jones, der vor kurzem ja noch gefeiert wurde, weil er über die 40.000er Marke gestiegen ist. Jetzt sind wir mal eben gut 1.300 Punkte unter dem Hoch, was wir noch im Mai gemacht hatten, also noch nicht so wirklich lange her. Was ist da los? Warum diese Differenz? Warum diese Divergenz? Und wenn wir andere Dinge anschauen, hier stand der Schlusskurs gestern, also das heutige noch nicht eingearbeitet, sehen wir den Russell 2000 weit von seinen Hochs entfernt, untergleiten den Durchschnitten. Wir sehen ganz oben dieser Chart, wir sehen in der Mitte den Dow Jones Transports, auch sehr weit entfernt, und Transportwerte sind ja wichtig, sind sozusagen ein Frühindikator für die Wirtschaft, und unten sehen wir den Regionalbankenindex. Auch der sehr, sehr weit entfernt von irgendwelchen Hochs, und all das zusammengenommen ist natürlich schon eine Menge US-Wirtschaft, die da der Fall ist. Also repräsentiert doch einen nicht unerheblichen Teil dieser US-Wirtschaft. Und was wir auch sehen, weil die Anleiherenditen fallen, steigen die Anleihekurse und die outperformen, wie Sie unten rechts bei diesen Linien sehen, jetzt den S&P 500. Das heißt, die Anleihen entwickeln sich besser, also die Kurse der Anleihen, als der S&P 500. Auch das nicht so wirklich typisch für einen Bullenmarkt. Und dann sehen wir Commodities, die zuletzt sehr stark unter Druck waren nach dieser famosen Rallye. Ist es Stand heute Nachmittag noch weiter runtergegangen, 6 Handelstage in Folge nach unten. Was ist da los? Wir sehen einige Metalle fallen, auch wenn das Bild hier gemischt ist. Und hier sehen wir mal das heutige Bild, Heatmap im S&P 500, sehen wir eine Nvidia, wieder mal natürlich knapp 3%, die hängt jetzt an der und stagniert an der 1200er Marke. Wir sehen Microsoft, also die großen Tech-Werte, wir sehen dagegen Banken, nicht so fürchterlich gut, JP Morgan und Konsorten, wir sehen den Energiesektor negativ. Also wir sehen dafür, dass wir so unfassbar bullische Indexstände haben, heute auch nicht so die wirkliche Marktbreite, muss man sagen. Also es ist diese Zweiklassengesellschaft, und wir hatten heute Konjunkturdaten, erstmal ADP, Arbeitsmarktindex schwächer, keine Katastrophe, aber eben schwächer, 152.000, ADP ist ja ein Lohnabwickler, meist bei kleineren Firmen. Damit dürfte dann nach dieser Zahl so ein bisschen auch die Flüsterschätzung für die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag weiter sinken, und am Freitag, ja, wird man sehr genau hinschauen, nachdem Bloomberg ja berichtet hat, dass die Zahl der offenen Stellen wahrscheinlich im letzten Jahr um 730.000 nach oben nicht manipuliert wurde, sondern aufgrund einer falschen Methodik falsch berechnet wurde. In diesem Jahr dürfte, wenn diese Berechnungsmethode nicht geändert wird, 1 Million Jobs faktisch zu viel gemeldet werden, die gar nicht der Fall sind. Warum? Das Burst Death Model, das mehr als die Hälfte aller neuen Stellen in Anführungszeichen hinzu erfunden hat. Also ein Modell, das sagt, wie viele Firmen sterben, wie viele Firmen
neu gegründete werden und dementsprechend rechnet man dann hoch, aber das Ganze bezieht man auf das BIP offenkundig und nicht zum Beispiel auf die Zahl der Insolvenzen. Chapter 11, ich hatte das heute Morgen ausgeführt. Im Fokus jetzt schon natürlich diese US-Arbeitsmarktdaten. Wir sehen Small Businesses, Hiring Plans, das sieht jetzt nicht so richtig gut aus. Und wir haben auch beim ISM-Index, den wir gleich sehen, eine Bestätigung, nämlich hier auch die Komponente Employment mit 47,1% schwach oder dem Stand von 47,1 schwach, mit Abstand die schwächste Kategorie. Das bedeutet Schrumpfung, während andere Dinge wie zum Beispiel neue Orders 54,1, Prices Paid 58,1 deutlich besser waren. Insgesamt der Index mit 53,8 deutlich, deutlich besser als erwartet, nämlich 51. Das war eine 4-Sigma-Abweichung. Und wenn wir uns die Komponenten mal anschauen, da sehen wir vor allem Business Activity mit 61,2. Das ist der höchste Wert seit 48 Monaten. Also das ist, boah, auch wie gesagt, New Orders dagegen, Employment sehr, sehr schwach. New Export Orders sehr, sehr stark. Also das ist schon eine Überraschung gewesen. Nachdem wir ja so viele schwache Daten gesehen haben, kriegen wir jetzt plötzlich so eine Geschichte. Das müsste eigentlich dafür sorgen, dass diese Zinssenkungserwartungen eigentlich wieder ein bisschen fallen, die aufgrund der schlechten Daten ja gewesen sind jetzt oder die sich breit gemacht haben. Aber was sehen wir? Ja, die Rendite ist kurz gestiegen, der 10-Jährigen, aber dann wieder gefallen auf unter 4,3%. Also die Renditen fallen, obwohl diese Daten eigentlich sogar dass vielleicht eine Zinssenkung schwieriger werden könnte. Und so sagt zum Beispiel Bloomberg, die Pivot Party, also die Party an den Märkten, weil die Hoffnung auf die Zinssenkung da ist, die es ja schon seit 2022 gibt, die könnte ein bisschen zu früh gekommen sein. Wir sehen, dass jetzt die Juli-Wahrscheinlichkeit, also bei der Sitzung der FED am 31. Juli, nach wie vor ziemlich klar verteilt ist in Richtung Zinsen bleiben unverändert. Das würde bedeuten, dass die Zinsen dann frühestens im September sinken, wenn das richtig ist. Aber wir haben Nvidia, meine Damen und Herren. Dementsprechend kann man sich da trösten. Weitere 30% Aufwärtspotenzial, so die Bank of America, weil man ja in Sachen KI führend ist und so weiter, Nvidia hat um und bei, soweit ich weiß, 30.000 Angestellte. Das heißt, man hat eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen Dollar pro Angestellten. Und dieses Bild, was Sie hier rechts sehen, Jason Wang, der auf der Brust einer jungen Dame seine Unterschrift geliefert hat, da haben viele gesagt, oh, wenn das jetzt schon so weit ist, dann werde ich mich verabschieden aus diesem Markt. Mal sehen, ob das vielleicht eine treffende Prognose ist. Insgesamt sehen wir Apple, Amazon, Microsoft, Google und Nvidia ja für 27% nach oben gegangen, der S&P 500 nur 11% und die restlichen 495 Aktien nur 6% übergeordnet, aber selbst da ist die Ungleichverteilung sehr groß. Wir sehen Nvidia, Stand 31. Mai, das Ganze hat sich noch weiter nach oben geschoben, für ein Drittel des gesamten Anstieges in einem Index verantwortlich, der weit über 40 Billionen Dollar auf die Waage bringt. Die anderen deutlich weniger, Tesla minus 4,6%, der Chef von TSMC, wo ja Nvidia seine Chips fertigen lässt, hat übrigens gesagt, oh, wir könnten vielleicht mal die Gebühren für Nvidia anheben. Man hat ja bei Nvidia eine Marge von 78%. Der wäre ja doof, wenn er es nicht macht, denn Nvidia ist auf TSMC angewiesen. Wenn wir uns mal die Semiconductor, also die Halbleiter, anschauen und das in Relation zu Softwareaktien, dann sind wir jetzt bei einer Standardabweichung, die wir nur einmal bisher in der Geschichte gehabt haben, nämlich März 2021. Da bräuchte es mal eine Pause, sagte Lance Roberts, aber der Mann hat keine Ahnung und zeigt dann gleich noch diesen Chart. Wir sind deutlich abgewichen beim S&P 500 von dem normalen Wachstum, vom Exponential Growth Trend. Aber auch das ist natürlich ketzerisch, meine Damen und Herren. Die Kurse können nur steigen an der Wall Street und das hat man lange auch bei Tesla gedacht. Jetzt kam ja die schwachen Zahlen aus China für Tesla und hier heute dann die Zahlen aus Deutschland. Tesla hat jetzt sagenhafte 1896 Fahrzeuge verkauft, hat damit einen Marktanteil in Deutschland in diesem Monat gehabt von 0,8%. Zum Vorjahresmonat ein Rückgang von 41%, während wir sehen, dass andere Autokonzerne zulegen. Simon Betschinger hat ja gesagt, ja,
Also Tesla senkt die Preise und dann werden die ganzen Konkurrenten aus dem Feld schlagen im Elektrofahrzeugbereich. Dem ist offenkundig nicht so, trotz Preissenkungen. Und wir sehen also, das ist ein Desaster, das man eigentlich nicht mehr schön reden kann. Deswegen versucht Elon Musk ja jetzt irgendwie auf KI zu machen, um die ganze Geschichte zu retten. Kommen wir nochmal kurz zu Zinsen. Da war wichtig heute die Bank of Canada. Erste Zinssenkung passiert bei den G7-Staaten. Der Notenbankchef hat gesagt, ja, es ist vernünftig zu erwarten, dass weitere Zinssenkungen kommen, sollte die Inflation nachlassen. Und selbst das Wall Street Journal ist jetzt so ein bisschen skeptisch, was die mentale Verfassung von Joe Biden betrifft. Hier sagt man also, er zeigt Ausfälle, mentale Ausfälle. Biden hat auch ein Interview der Time gegeben, wo er Russland mit China verwechselt hat. Und das sind alles so Dinge, wo du dich fragst, warum haben die Demokraten diesen Mann nochmal nominiert? Das ist schlichtweg eine Altersfrage. Da ist eben Donald Trump viel vitaler. Das kannst du als Produkt eigentlich kaum verkaufen. Das ist wirklich eine Tragödie. Und eine Tragödie könnte es auch werden für Europa. Hier einer der wichtigsten Berater in Sachen Außenpolitik von Donald Trump, der erstens sagt, die USA können es sich nicht leisten, weiterführend die Ukraine zu versorgen. Und er sagt, Asien erbringt 50% der weltweiten Wirtschaftsleistung. Europa schrumpft in den kommenden 20 Jahren auf 10%. Amerika muss sich auf China und Asien konzentrieren. Und das bedeutet, dass wir immer unwichtiger werden. Und wir werden ja noch unwichtiger durch unser Mindset, indem wir Hauptsache irgendwie im Klima irgendwie die Heiligen sind, indem wir Dinge tun, die der Wirtschaft schaden, die letztendlich unser Sozialsystem unfinanzierbar machen. Also wir kicken uns noch zusätzlich in die Bedeutungslosigkeit. Und da ist interessant, dass auch es ein bisschen knirscht zwischen Putin, respektive Russland und China. Da gibt es ja diese Pipeline Power of Siberia. Da kommt man irgendwie nicht weiter, weil einfach die Chinesen zum Beispiel sagen, naja, aber wir wollen aber stark abgesenkte Preise. Und da sagen die Russen, boah, nee, ne? Also man sieht, dass Putin hier unter Druck ist durch China. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass chinesische Banken nicht bereit sind, die Sanktionen zu umgehen und sozusagen russische Banken zu unterstützen. Also das ist ein spannender Artikel. Das sind ziemlich beste Freunde, wo es aber doch gelegentlich einigermaßen knirscht. Also auch da ist sozusagen diese Front nicht einheitlich. Erste Artikelempfehlung, zweite Artikelempfehlung, künstliche Intelligenz. Edward Snowden warnt vor den Werwölfen der Wall Street. Was meint er damit? Warum ist das möglicherweise eine Gefahr? Das ist die zweite Empfehlung als Artikel. Morgen nochmal ein Videoausblick. Das war's dann für diese Woche. Ich bin dann wieder am Montag für Sie da. Aber morgen, wie gesagt, nochmal der Videoausblick und der Hinweis auf die zwei Artikel. Servus, ciao. Oh.